Hallo Leute, ich bin Montez und wir sind heute in München während des Oktoberfests. Wir können es aber leider nicht sehen, weil wir ein Konzert spielen. Aber ich freue mich sehr auf das Konzert. Liebe Grüße, Montez. Geil gemacht, wirklich richtig geil gemacht. Spaß beiseite, Spaß ernst. Wir haben hier etwas ganz Besonderes. Und zwar sind es die Samples der Ketten, auf die ihr so lange wartet. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Außerdem waren hier so leckere Süßigkeiten drin. Die gebe ich erstmal direkt Tim Möllers, ne? DJ TXM. Ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe dich. Danke. Warum wir Menschen mögen, das zu zerknicken, ist, weil jedes Zerknicken ein kleines Erfolgserlebnis ist. Deswegen lieben wir psychologisch das zu zerknicken Luftpolsterfolie. Euer Dr. Montez. Tschüss. Ich gucke erst einmal rein. Nein! Boah, krass. Ich fühle mich wie so ein Kettendealer. Fuck. So, beginnen wir mit der silbernen. Ich halte zum allerersten Mal die Großauflage der Herzinfarktketten in den Händen. Die sehen unfassbar geil aus. Das ist ja Wahnsinn. Was haben wir noch? Wir haben noch schwarz. Für die bisschen traurigeren Menschen unter uns, ne? Spaß, ich würde die auch tragen. Roségold auch oft gefragt, haben wir uns ja nicht lumpen lassen. Boah, ist die schön. Also wenn die nicht schön ist, dann weiß ich auch nicht. Vertraust du mir nicht? Ich werde sie dir gleich schenken. Ich schenke dir gleich die erste goldene. Versprochen. Boah, Leute, oh mein Gott. Alle vier beisammen. Ich finde alle, ohne Scheiß, alle richtig geil. Also ich trage ja eher so Silber. Ich würde alle vier tragen, aber wenn ich ihr wäre, würde ich alle vier einfach holen. Dann kann man sich immer morgens aussuchen, welche man nimmt. So, diese vier Ketten wird es wohl demnächst geben im Online-Shop, hoffentlich. Und ich werde jetzt dir, Kester, die erste goldene schenken. Sie kommt von Herzen. Bitte drehen Sie sich um. Stimmt, nur ein Gold. Stark, Junge, stark. Boah, sieht krass aus. Alter. Er möchte noch eine haben, Leute. Es gibt noch Rosé. Max möchte unbedingt Roségold haben. Ah, Junge, die steht hier aber auch wie eine Eins, ne? Die Länge ist auch geil, oder? Moment mal, ist top. Top. Oh, die ist ja wirklich geil. Also du hast ja wohl das Ab... Also eigentlich ist ja Gold meine Farbe, aber ja. Die sieht schon toll aus. Was ist das für ein Outfit? Das passt perfekt, wie ihr seht. Zu schwarzen Blazern, schwarzen Oberteilen, zu schwarzen Herzen sowieso. Hello! Na? Wie war die Fahrt? Gut, lang, aber gut, war schön. Ich habe schon die Halle gesehen, es ist riesig. Das ist das größte Konzert, was ich jemals gespielt habe, glaube ich. Wie war gestern für dich? Super schön. Viele haben sogar mitgesungen, ich war richtig all over the place. Wir fahren jetzt nach Mediamarkt Fernseher kaufen, brauchen wir. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Leute, ne? Was man in der Fahrschule lernt, kann man alles vergessen. Wichtig ist, dass du beim Fahren immer ein sicheres Schuhwerk tragst. Oh. Auf Grafinger Straße nach Südosten starten. Nee. Ey, Leute, schaut mal rüber, wo wir gerade dran vorbeifahren. Unser Toursponsor, Air Up. Shoutout geht raus. Stay hydrated. Luca hat ganz gerne einen Fernseher gerade im Backstage und ich vermute, dass es für seine Playstation ist. Wie Montez. Ich freue mich so. Einen Fernseher kaufen. Oder eine Pfanne. Krass, bei Mediamarkt läuft einfach Montez auf dem Video. Stark, Mann. Ja, Mann, Starlight Express. Das war die Herzinfarktur, da war ich dabei. Unser Song. Richtig stark. So, wir haben jetzt einen gefunden. Gaming optimiert, richtig hohe Bildwiederholungsfrequenz und hoffen wir, dass das dem Chef natürlich gefällt. Es wird gezockt. Ich bin einfach nur durch. Ich bin einfach echt durch. Aber gleich komme ich wieder in den Modus. Wie viel Tag ist heute, Max? 11. Die 11. Show. Ja, also wahrscheinlich der 15. Tourtag oder so? Ja, das merkt man da auch irgendwann, ne? Aber keine Sorge, liebe Münchner, wenn ihr das seht, haben wir schon das Ding hier abgerissen. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja.
Kantine aus. Leute, ich habe gerade gelernt, dass ich scheinbar ein absolutes Gehör habe. Ich wusste gar nicht genau, was es ist, aber meine Band hat mir das gerade erklärt. Und zwar geht es wohl darum, dass ich immer jeden Ton singen kann, ohne was vorher einen anderen Ton gehört zu haben. Genau, ohne den Originalton gehört zu haben. Weil die fragen mich immer, ja, sollen wir dir was bauen? Sollen wir einmal irgendwie eine Gitarre laufen lassen, damit du weißt, wo du einsteigen kannst? Und ich steige dann halt immer irgendwie scheinbar ein. Und ihr habt euch jetzt darüber gewundert. Ja, dass du immer drauf bist. Immer 100%. Ja, das haben die eben noch geiler erklärt. Ganz wirklich. Ja, Spaß. Ist doch toll. Habe ich ein absolutes Gehör, ohne es zu wissen, was auch immer das ist. Top. Du gehst jetzt duschen? Guck mal, hör mal zu jetzt. Du gehst jetzt mal duschen, dann geht es dir erstmal besser. Nein. Dann bist du mental erstmal auf. Du hörst mir jetzt zu. Guck mal, wenn du aus der Dusche kommst, fühlst du dich richtig sexy, so wieder wach und fresh. Sexy. Junge. Guck mal, du gehst jetzt duschen, ja? Holst dir mal so eine neue Vitalisierung ab, neue Sachen anziehen, dann machst du mal einen Tee oder sowas und dann zockst du dabei ein bisschen frisch geduscht, weißt du? Es sind ja jetzt auch nur noch 4,5 Stunden bis zum Gig. Deswegen musst du mal langsam ein bisschen machen. Leute, ich bin da. Um 10 vor 8 kannst du mich wecken. Bin ich um 8 Uhr auf der Bühne und bin da. Wir haben euch eben mitgenommen, als wir den Gaming-Monitor gekauft haben. Ich habe das Ganze jetzt hier mal installiert für den Künstler. Ich zeige euch das mal. 37 Zoll Curved Gaming-Monitor. Hier ist der Controller. Hier ist die PlayStation 5. Und wir hatten das Riesenproblem, es gab keinen Sound. Aber ich bin ja Macher. Ich habe im Bus unsere Soundbox geholt. Ich habe erstmal diese Rose, die wir noch auf dem Weg gefunden haben, für unseren Artist natürlich schon gemacht. Und habe das dann hier Ganze mit einem 3,5 mm Cinch-Kabel installiert. Ne? Das Kabel ist mit 20 cm, deswegen habe ich noch diese Unterkonstruktion hier gebaut, aus dem Stuhl. Man kennt es so von Gaming, so Ambilight nach hinten, ne? So Neonlicht, was dann den Raum hält. Das haben wir theoretisch auch direkt durch die Box hier. So kann dann der Montez hier, ja, kann dann seinen Tag genießen. Ne? Ja, komm, die Kissen schlagen wir nochmal frisch auf. Die ist aus Plastik, die riecht auch nicht, also haben wir auch keine komischen Gerüche installiert. Das wird er mögen. Soll das dieses Glück sein, wonach ich seit Jahren schon jage? Guck mal, ich bin Montez. Ich mache das, solange ich atme. Leute, es ist soweit. Ich zeige jetzt zum ersten Mal Ness einen Nightliner, oder? Warst du noch nie in einem drin? Noch nie. Also erstmal natürlich nochmal danke an AirUp für diese geile Folierung. Man muss dazu sagen, fast kein Nightliner hat so eine Folierung. Heutzutage mehr, aber wir schon. Ness Tour ist ausverkauft seit heute. Und bald wird Ness auch in so einem Ding durch Deutschland, Österreich und Schweiz fahren. Das dauert nicht mehr lange, nächstes Jahr schon. Das schneiden wir raus und dann kommt der Nest drauf. Als ich das erste Mal in einem drin war, als Support Act, war ich so, oh mein Gott, ich brauche das irgendwann auch in meinem Leben. Und als der dann irgendwann zum ersten Mal vorgefahren ist letztes Jahr, kam ich auf mein Leben nicht mehr klar. Das war einer der krassesten Momente meines Lebens. Herzlich willkommen im Montez Nightliner. Ihr habt sogar eine Küche. Ja. Küche. Normalerweise, wenn man jetzt nicht eine Crew von 20 Leuten hat, dann ist hier auch eher wie so eine Chill-Lounge. Also dann sind nicht so hier 16 Sitze, sondern auch mal so eine Bank, ein Tisch und so. Genau, hier chillen wir dann immer nach den Shows, also wenn wir losfahren. Mhm. Ein bisschen Rambazamba gemacht. Und jetzt gehen wir nach oben, da wird nämlich geschlafen. Oh. Normalerweise, wenn wie gesagt nicht 20 Leute, also normalerweise fahren, weiß ich, so 12. Dann ist eigentlich da vorne, ganz vorne, das gibt's jetzt hier nicht, so eine Lounge. Mhm. Aber da ist wirklich dann wie so zwei Sofas rechts und links, da kannst du da drin chillen und dann ist da der Fernseher mit der PlayStation und so. Aber das gibt's hier alles nicht, weil hier alles nur Betten sind. Ich habe ein eigenes Zimmer, ne? Okay. Na klar. Genau, ich hoffe, ich habe aufgeräumt. Leute, ich zeig euch mal kurz mein Zimmer. Ich gehe mal ganz kurz rein. Geh mal rein, Ness. Doppelbett sogar. Oh, Alter, ich bin Koffer, Gott, das schneiden wir bitte rein. Alter. Genau, das ist so quasi mein kleines Zimmer, in dem ich jetzt einen Monat wohne. Okay, aber sonst spiele ich hier dann so PlayStation. Dass ich so ein großes Bett habe und wirklich so ein eigenes Zimmer, das hatte ich auch noch nicht. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist so krass. Es wäre auch so ein Dream come true. Yeah. Also jetzt will ich sehen. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das Zimmer, wäre ich auch ja. So, oh mein Gott. Alter. Und du kannst einfach so die ganze Fahrt eigentlich aus dem Fenster schauen. So. Ja, das mache ich manchmal. Gestern, als wir aus Graz losgefahren sind, habe ich das auch hochgemacht und habe so schönen Sternenhimmel auf der Autobahn. Ma. Ja, das ist schon ganz toll. Total toll, ja. Das ist auch schon total inspirierend, ne? Ja, klar. Ich kann hier wirklich stehen. Aber sogar mit Platz noch. Also wir laufen alle so herein. Max und Tim
Die sind ja noch mal größer. Die sind dann so hier drin. Hier wohnt Tim, hier wohnt Kimbo, hier wohnt Max. Das Klo ist genau hier. Das ist aber das größte Mysterium an einem Nightliner. Man darf es nicht benutzen. Beziehungsweise man darf klein machen, man darf nur nicht groß machen. Das ist die Regel im Nightliner. Okay. Sehr, sehr wichtiges Thema. Ne? Genau. Ja, das war's auch schon. Das ist, hier drin leben wir mit 20 Leuten. Das war der Montez Nightliner. Welcome to my crib with Ness. Frag mich, wie lange es hält, bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, yeah. Mein Panik, Herz, ein Pulverfass, Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat. Ich glaub, dass unsere Liebe in Gefahr ist. Sag mir, merkst du das nicht auch? Das ganze Chaos spiegelt sich im Gas. Wie lang halten wir das aus? Du fuckst mich ab, aber ich mag dich. Warum weiß ich nicht genau? Ich glaub, dass unsere Liebe in Gefahr ist. Sag mir, merkst du das nicht auch? Starkes Spiel heute. Danke. In München an sich immer schwer, gerade vor so großem Publikum. Ja. Wie war es heute für Sie? Ja, also stimmt schon, in München auswärts immer schwere Partie. Wir haben uns da gut vorbereitet und ich glaube, dafür haben wir es wirklich wieder gut gemacht. Ja, wir haben natürlich auch jetzt wirklich viele Spiele am Stück gehabt. Bin sehr zufrieden, dass wir die 3 Punkte wieder mitnehmen konnten. Sie hatten auch noch ordentlich Support durch andere Spieler, die wir vielleicht gleich nochmal zu Wort kommen lassen. Ja, ja da, also heute hat man gesehen, wie wichtig es ist, so einen breiten Kader zu haben. Ja, also die Flügelspieler, Mittelfeld, alles dicht gemacht. Ich habe vom Kapitän direkt die Unterstützung bekommen und die ganze Mannschaft hat mir einfach ein gutes Gefühl gegeben für die Partie und ja, war super. Heute zu Hause gespielt vor ausverkauftem Haus. Hat leider nicht ganz so geklappt. Wie ist die Situation gerade in der Mannschaft? Heute war auch einfach eine Extrembedingung mit dem Wetter, also mit der Hitze da drin. Also von uns ist auch jemand kollabiert in der ersten Reihe. Also das war heute einfach ja, ein bisschen zu viel für uns. Nicht die Bedingungen, die wir kennen und ja, deshalb verdient verloren. Ja.